Das Terminal Seelandkai, eines von vier Kais der Lübecker Hafengesellschaft, Deutschlands größtem Hafenbetreiber an der Ostsee. Zum Hafenumschlag gehört auch das Beladen von Schiffen mit Kundentrailern. Diese Trailer werden mit Zugmaschinen der Lübecker Hafengesellschaft in die Schiffe befördert. Jawohl, rückwärts ins Hauptdeck bitte. 20 bis 25 Mal am Tag werden die Trailer so ins Schiff reingefahren. Der Fahrerarbeitsplatz kann zwar gedreht werden, sodass der Fahrer beim Rückwärtsfahren in Fahrtrichtung sitzt. Doch der direkte Blick nach vorn ist durch den Trailer versperrt. Man ist mehr oder weniger in einen toten Bereich reingefahren und ist abhängig gewesen vom Einweiser. Okay, weiter geht's. Für mehr Sicherheit beim Rückwärtseinfahren von Kundentrailern wurde der Prototyp einer mobilen WLAN-Kamera mit Magnethalterung entwickelt. Das kann man nicht alleine entwickeln. Wir haben im Team gearbeitet, unsere IT-Abteilung war daran beteiligt, die Firma Solcon war daran beteiligt, unsere Mitarbeiter waren daran beteiligt. Eine Anforderung war, dass kein zusätzlicher Monitor in der Fahrerkabine untergebracht werden sollte. Daher war die Idee, das Kamerabild auf dem vorhandenen Fahrzeuggerät laufen zu lassen. Was wir jetzt verbaut haben, ist eine Industriekamera. Sie können bis zu 30 Meter in der Nacht mit der Kamera sehen, also gute Sicht. An Bord kommt die neue Rücksicht bestens an. Für die Sicherheit auf jeden Fall ein Vorteil, denn der Fahrer sieht den Gefahrenbereich, wenn irgendwo jemand, ja, ich sag mal, hinter dem Trailer die Strecke quert. Es kann ja doch sein, dass der Einweiser kurzzeitig abgelenkt ist oder auf was anderes achtet oder irgendeiner mal halt nicht so reagiert, wie er sein soll und läuft dann halt davor und dann ist das Malheur halt passiert. Bei der täglichen Arbeit, würde ich sagen, sieht es so aus, dass man jetzt einen Bereich sieht, den man sonst so in dem Winkel nicht gesehen hat. Und wie geht es mit dem Prototyp weiter? In der Zukunft kann man sich gut vorstellen, die Kamera etwas kleiner, kompakter darzustellen. Meine Vision ist, dass bei Neubestellung von Fahrzeugen irgendwann eine Kamera automatisch zum Tankmaster gehört. Der Hafenumschlag der Lübecker Hafengesellschaft. Mit der mobilen Rückfahrkamera ergeben sich neue Perspektiven für die Arbeitssicherheit. Ich hatte nur die Idee. Geschafft haben wir das eigentlich alle zusammen.